Sachsen ist besonders stark vom Coronavirus betroffen. Mittlerweile stoßen auch die dortigen Kliniken an ihre Belastungsgrenzen. Ein Krankenhauschef erzählt, dass Ärzte in seiner Klinik schon entscheiden mussten, welchen Patienten geholfen wird und welchen nicht. Einem Medienbericht zufolge hat erstmals ein ärztlicher Direktor in Deutschland bestätigt, dass in seiner Klinik Ärzte vor der Entscheidung stehen, welchen Corona-Patienten sie helfen und welchen nicht. Gegenüber T-Online bestätigte Dr. Matthias Mengel, ärztlicher Direktor des Klinikums Oberlausitzer Bergland GmbH, dass im Krankenhaus im sächsischen Zittau, Landkreis Görlitz, schon mehrfach triagiert werden musste,